Wir stehen jetzt vor der Kirche St. Peter, der ältesten Pfarrkirche der Stadt Zürich. Sie geht auf die Römerzeit zurück. Und in dieser Kirche war ab 1523 der Leo Jude Pfarrer. Er war ein Freund von Zwingli und hat auch am Anfang der Reformation gegen die Götzenverehrung in den Kirchen gepredigt. Und auf das aber sind in St. Peter als erstes Bilder und Altarschmuck zerstört worden. Das Besondere am St. Peter ist, dass hier die grösste Kirchenturmuhr von Europa ist. Und zwar sind die vier Zifferblätter einen Durchmesser von 8,64 Meter.